So, ich bin gespannt. Kötschitz hat mich ja gerade nicht überzeugt auf Nuke. Ein bisschen wunderlich, dass sie die jetzt hier nicht rauswählen. Vielleicht. Oh, keine Ahnung. Vielleicht wissen sie selbst, dass. Also, vielleicht ist es ja doch eine ganz gute Map von denen. Oder ist die einzige, die sie bisher trainiert haben. Man weiß es nicht. So, bin mal gespannt, was sie hier jetzt zeigen, ob sie wieder über außen aufbauen. Pascha mit der First Contact hat, glaube ich, eine P250 sich geleistet. Genauso wie Kuben. Nee, Kuben hat alle P2000. Nur zwei im Abgang sind runter und wo sind die Mates? An der Box. Oh, schöner Fake. Bombe zieht jetzt nach und Halle ist, soweit ich sehe, nicht gedeckt. Noch einer irgendwo am Cat und über der Box. Boah, das sieht nicht gut aus für die Ts. Bombe konnte aber runtergehen. Nee, doch nicht. So, schöner Headshot nochmal mit 100er P gegen drei, die auch 100 haben. So, noch keiner unten. Neo wird er lange brauchen. Kuben vielleicht der Erste. So, Bombe legen wir jetzt Minimalziel. So, Gas gegeben. Aber der wird einfach nur überrannt, hat er keine Chance da unten. Schöne Pistole von ESC, ganz gut gedacht von Kirchner, aber hat irgendwie eine Flash gefehlt in die Halle. An sich ja ein cooler Fake. Normalerweise, wenn man da Abgang runtergeht, ist ja eher so Rampe das Offensichtliche. Aber wenn man sich mit einer Flash. Sieht das ganz gut aus. Da hätte das ganz gut ausgesehen. So wird aber Eco. Wenn man das Oberaußen. Boah. Bisschen lucky vielleicht, dass er da wegkommt. Ach, Lord kriegt schon die Hits. Was bis 1200. Lord machen wir nochmal den Crack. Plus 600. Kann er nicht kommen. Also baut sich ein bisschen Kohle auf. Ich hab's immer noch, mir noch nicht gemerkt oder gerafft, wie viel jetzt welche MP bringt. Gestern immerhin gelernt, dass ein Knife Kill 1500 bringt. Weil ich glaube, nicht mehr alle SMGs bringen 900 sowieso nicht mehr, aber nicht alle bringen 600. Das muss ich mir nochmal anschauen, wenn ich das irgendwie im Kopf habe. So, weg, Block. Oh, macht einen, kommt mit wenig HP weg. Zur Unterstützung, dennoch der Vorteil. Habe ich da gerade einen T unten gesehen? Sollten vielleicht eher warten, bis Kutter da was macht. Setzt den Fact und erkennt das Duell. Mates können eigentlich Halle rein. Gehen sogar runter nochmal. Über runtergegangen über Schacht. Und da oben noch das Duell. Wissen jetzt auch, wo der ist. Und die Zone war dort. Noch am Cat. Erste Runde für Kirchnet. Er ist ja da was riskiert an der Rampe und wurden da mehr oder minder bestraft. Also schon mal ein wesentlich besserer Start für die Ukraine als vorhin. Bei ESC hat es auch nochmal gereicht. Schade am Aprox gewesen. Stirbt direkt. Ich nenne es jetzt einfach mal Aprox, weil er da immer gern steht. Gehen zu zweit. Abgang sind tatsächlich alle außen. Oben wird noch gekämpft. Ist noch nicht runter. So, Lord hätte da vielleicht mal eher vorschieben sollen, wenn der da merkt, dass da oben noch die ganze Zeit gefightet wird. Boah, aber guck mal, wie viel Schaden die gemacht haben. Craftic 3 HP, Zone 7. Oh, jetzt hat er leider auf Dings geswitcht. Scheint aber keiner gehört zu haben. Oh, mit bisschen Glück? Wenn er zwei direkt hintereinander macht? Ah, schade, er hat kein Kill. Ah, oh, der T macht's auch gut, ist im Schacht. Boah, da wird er gesehen, verkehrt, da hat er keine Chance.
Auf jeden Fall eine krasse Pose am Cat. Main-Spiele sieht man immer zuerst, sieht man da die Füße und kann da einfach schon die Shots geben. Somit direkt der Ausgleich. Und Tafer jetzt auch wieder da, der Kommentator von dem hauseigenen Stream in Russisch. So, man scheint hier Vorraum rushen zu wollen. Es hat noch eine Flash. Von der Rampe kam auf jeden Fall auch eine. Hier ist hier, kriegt auch somit den First weg. Zwei nach außen. Wahrscheinlich müssen die Steps hören. Einer schon am Abgang unten. Wieder Lord dort. Diesmal hat er aber einen Mate. Diesmal kommt doch einer. Wird die Waffe getauscht. Oh, jetzt dürfen sie. Oh, kriegt die AK. Er hat sie immer noch nicht. Er findet sie nicht. LOL, er hatte sie die ganze Zeit und er hat es nicht gerafft. Netter Fail von Lord. Sascha war da eigentlich drauf. Aber Krute, Crafting. Fast keine Hits bekommen. Zumindest war er hier auf dem Stream drauf. Aber das ist ja mal ein bisschen ekelhaft mit Interp und so ein Scheiß. Einer schreibt 20 Uhr Nip. Ja, stimmt zwar, dass sie das spielen, aber ich werde es nicht übertragen. Ich werde Maus gegen Virtus Pro natürlich zeigen. Das wird das nächste Spiel sein. Aber erstmal das Spiel hier über die Bühne bringen. Und ich würde es Kürtchen da eigentlich gönnen, hier mal einen Sieg einzufahren. Allerdings finde ich es auch gut, wenn ESC mal, wenn bei ESC irgendwie der Knoten platzt und man ein bisschen aufdreht. Hier köpft sie doch mal sehr schön aus. Bisher keine Waffe verloren. Vorne mal die Halle. Aber schön im Schacht gestanden. Und Bondic verliert auch das Duell an der Rampe. Schöne 5er-Runde von ESC. Was ich eben noch sagen wollte. ESC auch am Wochenende in Prag. Vertreten auf diesem Mindsports Festival. Aber ich bezweifle, dass sie das Nip da wieder irgendwie einen ernsthaften Gegner haben wird. Man kann sich nur hoffen, aber zurzeit sieht es halt leider nicht danach aus. So, Pascha sucht sich ja auch immer wieder eine andere Pose. Hier wird es gleich auf 3 treffen. Boah, er ist dann noch bekommen. Ich dachte schon, der sitzt nicht mehr. Er sollte nicht so lange fighten, glaube ich. Neo mit dem ganz krassen Schlitz. Habe ich auch noch nicht gesehen. Hat aber auch schon auf jeden Fall gehittet. Ist, glaube ich, auch extrem schwer als T der Pre zu aimen und überhaupt was zu erkennen. Guck mal, hat das gut gemacht. Da mit dem Molly gepusht. Er hat jetzt gutes Timing eigentlich, wenn er jetzt rumzieht. Ah, sehr schön. Perfektes Timing. ESC spielt das ganz gut. Test hätte vielleicht. Ja, Waves ganz gut. Ziehen sich jetzt wieder defensiv, haben die Überzahl und wollen das jetzt einfach raus runterspielen. Wird auf die Füße gesehen. Test kann den Frag da setzen. Crafting und Krutoi sind auch beide komplett verstreut. Bombe ist auch down. War eigentlich schön vorgeämmt. Auch Craftics Posi bekannt, auch nur noch 10 Sekunden, die Zeit wird hier ablaufen. Oder halt der Stück vorher, was er auch tut. Zwei Waffenrunden in Folge für ESC. Ganz souverän eigentlich. Wenig Waffen verloren, Geldpolster schon ein bisschen aufgestockt. Finde ich übrigens cool, wie sie die hier Kürtchen hat mit so einem Kreuz da geschrieben haben. Das fällt mir auch so auf. Also im Go haben wir jetzt zwar schon so ein paar Bang-Aufbaus gesehen,
so bei Bang-Aufstellung als T, aber nicht effektiv waren die jetzt noch nie. Was hier sieht man es einfach. Alle haben noch Full HP, keinen einzigen Hit gefangen. Bisschen seltsam, aber vielleicht hat man da nicht die besten Spam-Spots gefunden. Bin wieder schön Rampe vorgepusht, konnte Bondig machen. Schon beschissen er zweimal und dreimal. Und, boah, den vierten hätte der. Den fünften auch direkt hinterher. So, wo gehen die jetzt hin? Sind wieder. Okay, sonst schon Rampe durch. Bondig ist spät da. Komm aber durch. Unten muss aber schon gedeckt sein. Sie gehen aber tatsächlich auf Frag unter Cat und kriegen den auch. Können jetzt Cat hoch. Aber einer steht nach Halle. Boah, schöner Shot. Shot. Nein. Warum ist Zone nicht einfach mit hochgefahren? Und da ist die Zeit abgelaufen. Warum musste er da unbedingt nochmal Cat raus? Verstehe ich nicht. Wenn er einfach mit Cat hochfährt, sie da den Spot töten, Bomb planten. Der oben steht, deckt den einfach. Hat Cat safe. Kann den alle an allen Seiten wunderbar decken eigentlich. Und dann die Runde entscheiden. So, komischer Fehler von Zone. Komischer Laufweg, warum er da nochmal hingegangen ist. Geld nicht vorhanden bei Kürzschnitt. Den ersten gucken wir auch wieder an der Rampe. Guten hält auf jeden Fall Rampe gut safe. Pascha trifft auch wieder. Diesmal sogar mit dem zweiten Shot. Nächste Equip Round und vorhin war Kirschland auch schon ein bisschen ideenlos. Kutor hatte vorhin auch AWP, hatte aber direkt den und Headshot abbekommen, hatte dann Low HP, konnte nichts mehr mitmachen. Mal sehen, wie sich es jetzt entwickelt. Wird da wohl auf einen Stein geboostet. Pascha muss aufkommen. Boah, was? Vorraum geblockt. Gepusht sogar. Oder die TS sind direkt offensiv gegangen. Und Pascha kriegt. Der Kruter kriegt keinen leichten Frag. Pascha ist nämlich in der Main diesmal. Oh, schöner Schuss. Oh, den zweiten hat er auch gemacht. Nett. Aber wieder die AWP 0 gebracht. Ich meine, ist ja okay, dass man es versucht. Aber dann sollte man auch das Spiel komplett über außen aufziehen. Und da dürfen die im Vorraum einfach nicht sterben. Wenn man da zu viert außen geht und einer nur Vorraum irgendwie defensiv deckt, dann die AWP halt vortasten lässt. Aber so an sich schon komplett der falsche Gedanke, finde ich. Schau, auch richtig viel Eier. Oh, der kommt tatsächlich weg. Heftig. Auch ein bisschen Pech jetzt dabei, muss man sagen, bei Kürtschnitt. So, Duell gegen Neo. Der ist übernimmt, verliert auch. Main sind sie noch. Über den Schacht jetzt Halle rein. Könnten jetzt auch unter Cat kommen. Boah. Not kriegt auch die Hits direkt ab. So, die sind aber hinterm Spot. Boah, da sind sie wieder komplett aufgeteilt. Also die Kommunikation scheint überhaupt nicht zu stimmen. Oder so die Laufwege. Sie die Runde dann abgeben, das wäre so dumm. Oh, beide CDs low. Und Lord gleich am Spot. Oh, beide flächen sich ja ab. Boah, krasser Headshot von Bondig. Aber dass sie die Runde nochmal so knapp werden lassen, total unnötig. Da war einer in der Halle, dann irgendwie einer unten und. Oh, die waren einfach so verstreut. Das sieht man bei den Top-Teams, den ich jetzt kürzlich auch nicht unbedingt sehen will.
sieht man das viel, 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 viel besser. Teamplay einfach nur extrem ausbaufähig. Müssen sie noch einiges trainieren, um hier oben mithalten zu können. Zum aktuellen Zeitpunkt sind sie da für mich noch kein Gegner für. Für Nip sowieso nicht, aber auch für andere gute Teams. Fällt mir auch ganz. Boah, der Schuss ist schön gewesen. Also, sowieso einer der besten eigentlich bei ESC. Macht einen relativ guten Job immer mit Aave. Hat sich da schon ganz gut eingeschossen, muss man sagen. Ist ja auch seine Aufgabe im Team, die AWP zu übernehmen. Aber heute ist auch mal Guben weit oben. Steht ja doch zurzeit ein bisschen in der Kritik. Zusammen mit Lord. Und nochmal eine Eco bei Kirchen hat. Boah, schade, damit den hätte ich ihm gegönnt. So, außen ist frei, nur noch Zone. Boah, wo ist der denn? Würmchen oder so? Gegner wissen. Geleitet durch die Web. mit Speed Tapes. Unter seinen Füßen. Nein, MMM war Lord. So, Pascha sucht sich auch wieder eine neue Posi. Boah, das will ich jetzt sehen, wie er da einen hittet. Tees brauchen allerdings noch ein bisschen. Steps. Ach, schade. Und einer oben am Cat. Neo. Da gibt es die Flash für ihn. Und Neo hat ihn eigentlich in der Smoke gesehen. Schade. T kommt nochmal weg. Schaut sieht nach an der Garage. Boah, haben da Probleme, den zu töten. Pascha trifft aber seinen Schuss. Sah gerade irgendwie nicht danach aus. Aber Bombe außen. Ach, Pascha macht so einen guten Job. Und auch... Wie gesagt, Kuben heute extrem stark an der Rampe. Hittet da einfach, also gewinnt eigentlich jedes Duell dort. Überrannt. Vier Leuten. Leo hilft ihm da wieder. Beide aber blind. Lord schon, Kuben schon vorn ausgeschlossen. Und Pascha stirbt jetzt mal, aber zwei schon unten. Lord. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sah aber mal richtig schlecht aus. Vielleicht doch nochmal die fünfte Runde für Kirchnet. Ansonsten war das eine eher enttäuschende T-Leistung. Beide allerdings nur mit Diegel. Zone aber irgendwie ungesehen im Schacht. Könnte wichtig werden. Ah, hier haben wir da aufgepasst. Gut, glaube ich, im Toxic drin. Boah. Hat den Diffuser. Nee, nicht viel Schaden gegeben. Also, 11 zu 4, überzeugende erste Hälfte von ESC. Aber wer das Spiel vorhin schon gesehen hat, der weiß, Kirchnet war nicht so gut. Und ich würde echt mal wissen, warum die ganze Zeit, also ab und zu mal mein Stream einfach wieder angeht, wenn ich den pausiere. Das kann es ja nicht sein.
So, die Wüste. Oder es geht direkt weiter. So, scheint hier auch eher Halle zu gehen. Ne, orientiert sich Rampe. Dreimann. Boah, ich kann die Waffen auch noch nicht wirklich auseinanderhalten. Okay, 50 auf jeden Fall dabei. Keine Weste. Boah, aber Kette ist eigentlich gut gedeckt. Von Bondig. Boah, die Flash verworfen. Und das ist bitter. Boah, schade. Gucken mit Refrag. Lord räumt auch auf. Ah, Lord stirbt. Leider wurde der überrannt. Guck mal, Kette. Aber mit P-Zone 50. Mit Imba-Waffe. Bombe schon down. So, und auch mit Kit. Liegt er wahrscheinlich direkt vor ihnen. In der Tür ist auch kein Loch. Ach, schade. Schon 1-6. Der gemerkt, geht nicht. Ach, kein Bock mehr. Tür rein und tot. Tja, Kürtchen hält sich schon mal dadurch im Spiel mit der Pistole. Aber wenn ich mich recht entsinne, war ESC bisher auch als T. Oh, bei ST waren sie immer relativ okay. Auf Mirage zum Beispiel hat es als T auch relativ gut gespielt und dann als City halt verkackt. Kann man die Ghost nicht aufhalten. Oh, schön selbst geflecht. Oh, da sind wirklich alle blind und total off-sync, dieser Go. Da rennt einfach jeder sonst hier rein. Oh nein, ist das ja. Was ist denn jetzt los? Pause wahrscheinlich. Okay, also wahrscheinlich eine abgekackt. Tja, kann ich jetzt auch nichts machen. Müssen wir jetzt hier aussitzen, bis es hier weitergeht. Solange ich schaue ich mal kurz in die Kommentare und hauen kurz einen Werbespot rein, also nicht weggehen. Okay, zum Glück habe ich nicht drauf gedrückt. Na, was denn jetzt? Ganz große Sicherung über dem Griff. Ist vorbei. SC stirbt und jetzt hat man immer noch kein Geld. Gleichzeitig hat Jazz gegen DAT jetzt schon gewonnen. Mit 16-7. Das ging also auch fix. Boah, haben wir jetzt CT auf das 2 angefangen und 13-2 gespielt. Und dann 3-5. Auch mal wieder eine nette Quote auf Readmore. Oh, ich habe gerade ganz verpasst, dass ESC doch gekauft hat. Oh, schöner Headshot von Taz. Rampet somit offen und Pascha und schön split. So, so Mates. Not kann noch einen hinten ansagen. Komm, sollte eigentlich mit runter, holt sich noch die Waffe. Oh, wie bitter das ist. Wie bitter das ist für Kürtchenet. Dass in so einer wichtigen, in so einer knappen Runde dann einer droppt. Aber ich konnte mich schon fast denken, dass es von Kürtchenet einer ist. Krass. Die Runde war eigentlich noch offen. Fast nur durch den Spielerdrop entschieden.
genau gekauft? Pashat gibt da nur extrem defensiv an der TBS außen ab. Also nur. Schaut er nur, dass er kein CT durchpusht. Außen ist aber auch überhaupt nicht gedeckt von Kürtchen, deswegen steht. Ja, okay, bisschen von außen Cat. Aber deswegen steht auch Krutal dort. So, Tess immer noch davon am Eck. Oh, schön auf den ersten. Kein Refrag da. So, überrennen ihn jetzt. Sollte nachziehen. Oh, schöne Gegenflash von Zaun. Boah, wie lange Neo da blind ist. Aber einer müsste nach außen. Nee. Ja, doch, Pasha kommt Main rein. Schönes Timing von ihm. Auf den ersten. Ach, schön den zweiten auch. AC kann in Halle rein. Schöne Refake direkt von Lord. Und da war es nur noch Zaun. Der war an der Rampe. Das müssen sie wissen. Hören ihn jetzt auch gestärkt. Jacket. Verrät sich auch. AC kein Equipment mehr. Aber da kriegt er noch so einen Streifschutz ab und nur 6 HP. Da muss er safen. Also eine schöne gespielte Runde von ESC. Weil die Entscheidung von Pasha da nochmal über außen zu kommen. Hat es einfach entschieden gerade. Kein Geld. Somit möglicherweise gleich die 14 Runden für SC. Ja, das, also wenn das jetzt keine. Das muss eigentlich der Sieg für SC sein, alles andere wäre schon arg seltsam. So, Kirchner pusht da einfach auch jeder wieder einzeln rein. Da kommt keine Flash, so wie vorhin bei SC. Wo sie sich eine Waffe picken können. Hier wird, hier läuft jeder irgendwie rein. Wie gesagt, keine Fläche in Forum oder sowas. Und dann ist klar, da hat ESC auch wenig Probleme. Selbst im Go. So ein Push-Up zu werden. So, sie kaufen auf jeden Fall. Ist noch relativ gut equipped. Vorraum. Macht gut außen in der Main drin und es gibt einen schnellen Halle Rush. Er ist schon drin. Man hat sich ESC anscheinend was einfallen lassen. Und der Gast einfach vorher war wahrscheinlich blind. Oh, Neo hat ihn noch bekommen. Und wieder ist es nur noch Zone. Sie wissen, dass er ein Rampenspieler ist. Diesmal kommt er aber über Schacht. Macht er eigentlich ganz gut. Ach, schade, wenn er den kriegt und da wegkommt. Bombe war nämlich noch nicht gelegt. Aber das Draw ist schon mal sicher für die Polen von ESC. Kein Geld weiterhin bei Kürtschnitt. Also zurzeit einfach kein Problem hier für die Gegner von Kürtschnitt. Spiele zu gewinnen gegen sie. Also die dominanten Mächte in CSGO sind ja wirklich derzeit im Norden angesiedelt, im skandinavischen Bereich. Und da war es noch gut toll. Und der hält Faust drauf. Das ist keine Überraschung. 16-6, also somit der Sieg für SC. Ja, was ich ihm sagen wollte, die